Handy an, super. Hollywood. Richtig gut. Eine Runde geht auf mich. Tragische Situation. Ich würde mal sagen, Triggerwarnung. Ein Splatterfilm war nichts dagegen. Ist das korrekt, Peter? Das ist korrekt. Die Intubation konnte nicht nasal passieren. Bedeutet, die mussten dir den Schlauch durch den Mund geben. Stark. Also es war nicht so geplant. Danke nochmal dafür. Dort wollte ich dann à la MacGyver-Manier zwei Implantate und einen Knochenaufbau auf einmal machen. Gut, dass ich nicht lange drüber nachdenken konnte. Dein Hausarzt hatte mir Propofol IV gegeben zum Einschlafen, also jeden Tag zum Einschlafen. Und ab dem Punkt war ich weg und wachte dann später auf mit dicken Backen. Hast du schon mal eine Vollnarkose gekriegt? Nee. Echt nicht? Noch nie. Möchtest du auch nicht? Nee. Dieses Gefühl, dass der Mann mir sagt, sie schlafen gleich. Und ich habe dem mehrfach gesagt, ich werde nicht schlafen. Und er sagt, doch, natürlich. Du willst nicht mal mehr selber atmen. Hatte ich noch nie gehabt. Eine panische Angst vor gehabt. Dann mache ich es lieber selber. Dann weiß ich auch, dass ich Scheiße gebaut habe. Und dann bin ich schuld. Weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Egal, was passiert, ich weiche da nicht von ab. Ich habe schon Leute überwiesen zu vermeintlichen Spezialisten. Und dann kam Schrott zurück. Und dann habe ich gesagt, jetzt mal selber gemacht. Du bist halt müde, ich bin langsam im Kopf. Bei Daniel wäre das nochmal was anderes gewesen. Woher wissen Sie eigentlich heute schon, dass der Patient in 5 Tagen nicht arbeiten gehen kann? Du kriegst 2 Tage Krankschreibung, du kriegst 4 Tage Krankschreibung. Dieses Mal war es ein bisschen anders. Also ich wollte damit den Chamäleon-Effekt zeigen. Mit dem Festspielen, das war es beim letzten Ach so, Podcast. Ach so, ja, stimmt. Ja, genau. Das ist jetzt eine steile These, die ich hier aufstelle. Ich glaube, wenn der Patient die Zahnfarbe mit aussucht, sieht man es. Ästhetik ist was sehr, sehr Subjektives. Und die Formgebung? Machst erst eine Kartoffel und dann schleifst du es. Passt einfach nicht, sieht immer scheiße aus. Der war bei mir in der Praxis und hat gesagt, ich will Veneers. Da sitze ich davor und sage ich, falsche Zähne. Also, siehst du ja sofort. Warum schluckst du eigentlich immer so? Weil ich dicke Wangen habe. Wir waren driven. Daniel, Lanz ist so schön die Schlägertruppe. Bei dir konnte man bestellen. Wir sagen mal was dazu, sag du mal was dazu. Herr Peter, machst du mal bitte 107 Meter? Ja klar, kein Problem. Zack. Wenn bei einem Menschen Nanismus festgestellt wird, ist es vor allem wir wissen das. A. Spreizfüßig, B. Zwergwüchsig, C. X-beinig, D. Rothaarig. Da kann ja nur irgendwie was kaputt sein, am Knie, Hüfte oder irgendwie, oder? Geil, ey. Also was hat der Joker gesagt? Weißt du gar nicht mehr, ne?